Und dann sind wir eigentlich schon mit der größten Hälfte eigentlich fertig. Theoretisch. Wir sind ja da drüben ja noch, ja. Okay. Ich habe nichts gesagt. Oh Mensch. Bauen wir da noch schnell eine Brücke rüber. Dann bauen wir das auch schnell noch aus. Und dann würde ich sagen, machen wir hier drin ganz schnell dunkel. Und tun die Decke noch da hinten, wo es tropft, noch schnell zumachen. Und wenn wir das dann haben, so schön dunkel, dann müssten eigentlich schon die ersten antraben. Also die Spinnen und die Zombies etc. Ich könnte jetzt mich gerade hier voll gähnen. Und wenn ich aber mit gähne, dann gähnt ihr nämlich auch. Das ist nicht gut. Ich brauche hier eine Eisenspitzhacke. Eindeutig, das dauert mir zu lang hier. Oder eine Diamantenspitzhacke. Also einmal peng und weg. Apropos Diamantenspitzhacke. Wir haben noch nicht mal Obsidian. Wir müssen eigentlich mal das Lava zum Erstehen bringen und dann auf jeden Fall was draus machen. Wir wollten ja noch in die Nether. In den Never. Netter. Never, Netter, Nether und Ether und überhaupt. Da brauchen wir dann ein paar Spitzhacken. Sollten vielleicht hier unten mal eine Kiste hinmachen mit dem ganzen Zeug. Hier unten werden wir ja definitiv auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Oh, ich hab schon den Drehwurm wieder. Voll der Wurm, der jetzt sich rumdreht. So, eine Hacke haben wir noch. Eine Spitzhacke haben wir noch. So, dann würde ich sagen, machen wir uns gerade noch ein paar. So. Einmal, zweimal, dreimal. Er gibt 8 Stück. Reicht für unsere Verhältnisse. Und wieder ab geht's. Und dann geht's hier hoch natürlich wieder. Ach, hajemine. Ja, aber es lohnt sich halt nicht, hier eine Treppe hinzubauen oder irgendwas, weil wir machen ja hier irgendwann mal auch zu. Und dann wäre es halt blöd, wenn wir jetzt zumachen würden. Und wir könnten nicht mehr hoch, ne? Müssen wir über die Leiter laufen, wo wir noch nicht mal eine Leiter haben. Ups, aber das hat weh. So, wo ist denn hier der nächste Ausgang? Da drüben. So, geht auch. Erstmal wieder Licht hier. So. Ja, das kriegen wir noch hin. Zwar nicht perfekt, aber wir kriegen es hin. Jeden Fall beende ich erst diese Folge, ja, wenn wir hier die erste Plattform fertig haben. Und das wird nicht mehr so lang dauern. Bin mal auch gespannt, wie viel Mobs sich hier niederlassen und rumspawnen hier. Oder rumspuken, eher gesagt. Und wie viel man da dann rauspressen kann aus den Dingern. So, wir sind gleich an der Wand. So, jetzt müssen wir noch schnell hier die Ebenen festlegen. Dann müssen wir noch schnell Wasser holen. Brauchen wir noch ein paar Wassereimer. Dopp-di-dopp-di-dapp. Ja, ich weiß, was wir machen wollten. Wir wollten ja eigentlich noch die Endlosquelle machen, aber ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Wenn wir da runterhüpfen oder da hochlaufen, reicht das auch. Müssen wir noch gucken, dass wir die eben so schon mal laufen lassen können, damit wir kein Problem haben. So. Okay. Da lang geht's auch nicht. Da hinten geht's lang.
Muss ich hier doch als was reinmachen. So, dann kann man hier den da wieder wegmachen. Papa holt gleich noch mal ein bisschen Eisen. Was war denn das für ein Geräusch? Keiner weiß es. Stelle. Du bist ja auch falsch, du musst eigentlich hier hin. Du bist auch falsch, du musst auch dahin. Na, 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 jetzt. Wir dürfen da hinten nur die Dinge reinmachen. Nur die Fackeln. Ich glaube, ich dann effektiver. So. Wenn wir dann hier weghauen und da das laufen lassen, das wird dann schon einiges bringen, würde ich sagen. Ja, das bringt schon was. Wir holen jetzt schnell Eisen und machen dann schnell das, die Eimer voll. Und dann hat sich die Sache. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und dann kann er die erste Ebene einfach vor sich rum spawnen. Dann sollte das in den nächsten paar Folgen haben wir da vielleicht ein paar Dinger im Trichter, sage ich jetzt mal. Dann kann man die runterfallen lassen. Zeige ich euch gleich, was ich meine. Oh ja, Drehwurm hier, Ruhe. So, Eisen. Wo ist Eisen? Da, Eisen. Nehmen wir mal vier Eimer. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Mehr braucht man nicht. Denn drei Eimer. Das Eisen kannst du wieder haben. Und dann hüpfe ich da erstmal runter. Oh, flap. Falsche Richtung. So, das sieht jetzt gleich schon besser aus. So, jetzt müssen wir die Eimer füllen. So, die da weg. Das Brot auch mal weg. Eins, zwei, drei. So. Füllen, füllen, füllen. Und dann geht's hoch. Ich habe jetzt irgendwas im Auge drin. Ich spiele hier gerade nur mit einem Auge, aber irgendwas piekst mich da im Auge rum gerade. Einmal Wasser. Zweimal Wasser. Aber von hier brauchen wir dann auch noch Wasser. Hier wieder. Einmal Wasser. Zweimal Wasser. Oh, hallo, mein Kollege. Zu dir wollte ich aber gar nicht. Also ist. Oh, ah, fuck you. Oh, fuck mich, du. Das. Wie kommt denn. Ganz kurz hier mal hochhüpfen. Der war jetzt nicht geplant, der Kollege hier. Kannst du mal kurz sterben? Danke. So, wir brauchen jetzt da drüben noch Wasser. Einmal noch runterspringen. Also ich würde sagen, das funktioniert eigentlich schon so, wie wir das wollen. Es ist halt nur ein bisschen arg doof, sage ich jetzt mal, dass es jetzt sofort funktioniert. Eigentlich hätte die Spawn-Dings da oben erst dann angehen sollen, wenn ich dann alle Fackeln beseitigt hätte oder hab.
Aber okay, wir wissen, es funktioniert. Es bringt einem schon mal was und das ist in Ordnung. So. Da haben wir alles. Müssen wir hier noch Wasser laufen lassen. Und natürlich auch hier. Und da. Ah ja, okay, ich muss noch eins tiefer. Okay. Klingt so nix. Einmal Wasser nehmen, zweimal Wasser nehmen und nochmal eins tiefer buddeln. Dann wissen wir wenigstens, wo wir dran sind. So, wir haben jetzt die Stunde schon über. Machen wir jetzt Überstunden sozusagen, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Weiß gar nicht, können Zombies neuerdings eigentlich an Leitern hochlaufen? Ich hoffe mal nicht. Ach ja, das wird lustig, das wird lustig. Könnte es eigentlich dann noch in Glasform machen? Mal gucken. Ich bin mir da noch total unschlüssig. Aber dann erstmal. Sorry, erstmal einen Husten hier. Aber ich muss dann die Eimer noch füllen. Erstmal hier einmal, zweimal. Okay, das funktioniert. Schnell runterhüpfen. Wow. Und einmal füllen, einmal füllen, einmal füllen. Ups, das war falsch. Und einmal füllen. Nachher nur nicht auf den Stein drauf knallen beim Runterfliegen, sonst immer platt. Das wäre dann richtig doof wieder. Da sind wir dreimal schon gestorben. Und mein Husten, der wird nicht besser. Ich muss mir jetzt langsam doch Hustenbonbons kaufen. Ja, drüben noch schnell. Ah, das geht nicht. Wir haben ja da eine Reihe weggenommen. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir müssen zwei runter. Eins, zwei. Irgendwie halt. Und mal kurz hier aufmachen. So, dann müsst hier. Denk, 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 Denkarbeit. Denkarbeit nicht gut. Dann tun wir erstmal ganz hoch gehen. So, machen wir hier mal die Fackel aus. Da die Fackel aus. Und da die Fackel aus. Nehmen wir dann aber. Wow! Nein, so wollte das nicht. Nochmal. Ja, jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's gleich los. Und da oben ist eine Fackel. Scheiße. Eigentlich wollten wir die Decke ja noch machen. Können wir ja gerade noch schnell hier zumachen. So, dann tun wir am besten. Machen wir gerade hier eine Kerze hin. Wir brauchen jetzt zweimal noch Wasser. Also, ne, einmal. Gut, dann holen wir uns schnell das Wasser. Schnell reinhüpfen. Flop. So, einmal letztes Mal Wasser holen. Hol mal reichlich. Ich sauf hier gerade ab.
Ja, vielleicht reicht es maximal für 3 Stück. Für 3 Stockwerke. Ah, je. Ja, unter Wasser bauen ist nicht so toll. Ja, falsch. Ja, schon was essen? Sonst sterben wir am Hungertod. Und das muss ja nicht wirklich sein. Ja, das wird diesmal definitiv sozusagen eine Überlänge. Ich kann ja die Schnittfolgen dann etwas länger machen für euch. So. Theoretisch sollte jetzt alles so funktionieren, wie ich mir das wünsche. Theoretisch. So viel zur Theorie. Also, wir müssen jetzt nur da aufmachen. So. Theoretisch könnten wir hier weiter bauen. Das wäre schon mal der nächste Gang sozusagen. Und dann müsste. So, dann müsste hier der nächste Gang sein. Ja, doch, 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 doch. Das passt. Das passt wunderbar. Das machen wir so. Dann kann man nämlich hier auch zu machen sozusagen. Und wenn wir hier zu machen, dann können wir die ersten Mobs hier unten reinfallen. Und wir könnten weiterarbeiten. Das wäre natürlich hervorragend. Mal gucken, wie ich das jetzt hier bewerkstellige gerade. Also wenn ich also still bin, nicht wundern, dann denke ich, ja. Es ist dann so ein richtig toller Glückstreffer, dass ich mal denken kann. Einmal hier auf. Dann könnten wir nämlich gerade hier ein Mäuerchen hinbauen. Müssen wir 1, 2, 3, ups, da nicht eigentlich 4. So. Und hier natürlich auch. So. So, dann können wir hier auch wieder runter. Das ist natürlich kein Problem mehr. So. Und wir können hier natürlich gemütlich weiterbauen. Wenn die Spitzhacke nicht wäre. So. In die Richtung auf jeden Fall. Und natürlich dann in die andere Richtung natürlich auch. Wichtig ist, dass wir wissen, dass das hier die Höhe ist, wo wir nicht überschreiten dürfen. Aber ich glaube, das bekommen wir auch ohne Probleme hin. Dann müssen wir hier noch schnell ein paar Kerze aufstellen. Ne? So. Dann passt das. Ah, stopp, halt, das passt nicht. Da darf keine Kerze rein. Und hier müssen wir dazu machen. So. Wir müssen hier nochmal aufmachen, dass wir durchkommen.
Und dann wäre jetzt die erste Plattform über uns fertig. Die kann dann jetzt mal ein bisschen produzieren. Und nachher müssen wir mal schauen, wie wir das hier mit dem Fallgraben machen. Damit wir auf jeden Fall uns nichts passiert und aber denen etwas passiert. Dann vielleicht bauen wir da einfach einen zweiten Gang nach unten. So wie hier ja auch, dass wir da einfach in der Mitte vielleicht runterfallen können. Na, wir werden mal schauen, mal schauen. Wir haben ja noch Zeit. Gut. Das war's eigentlich schon im Grunde genommen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Dunkel ist es. Ja. Und dann würde ich sagen, eben einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Ja, wenn es euch gefallen hat, liken bitte ganz, ganz wichtig. Liken bitte, weil es muss auch mir ein Feedback geben, ob es euch gefallen hat oder nicht. Abonnieren wäre ganz nett, der es wohl nicht abonniert hat. Und ja, dann die restlichen Sachen wegen meinem PC und der Hyperlan, wo wir ja am Wochenende waren, werde ich in der im Kanal Kaffeepause machen. Ja, auch mit ein paar Bildern. Da muss ich aber noch ein bisschen was recherchieren etc. und mir das okay holen. Und dann, ne? Dann erstmal bis denn, ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall mal alles, alles Gute. Bis zu den nächsten Folgen. Ja, also bis dann. Ich wink schon mal. Tschüss. Ne? Wink, wink.